Gestartet? Ist das mit der Helligkeit so in Ordnung? Hallo, ich bin der Ole und ich bin auch dabei. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video. Wir haben hier diesen R33 GTR in wunderschönem Midnight Purple, also wunderschön, wenn es gewaschen ist. Und Ole und ich wollen uns den heute mal angucken, weil das ist ein Schwedenauto. Und wie wir alle wissen von JP, das muss nicht unbedingt was Gutes heißen. Wir starten mal unter der Haube. Wir haben uns dieses Auto noch nicht wirklich angeguckt. Wir sind ihn hier zweimal rein und rausgefahren, weil wir wollten ihn nicht draußen im Regen stehen lassen. Und Ola hat auch schon festgestellt, wie toll dieses Auto im Moment läuft. Nämlich gar nicht. Also er läuft, aber er läuft nicht gut. Im Kofferraum liegen Luftmassenmesser, das ist auch schon mal immer ein ganz schlechtes Zeichen. Wir schauen mal einfach, fangen einfach mal hier unterm Deckel an. Und sehen hier schon, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber mein tolles neues Mikro hier zur Seite machen. Das kam irgendwie so, das ist irgendwie so, ja, das soll eigentlich auch nicht so, das müsste eigentlich fest sein. Dann haben wir hier ist auch irgendwie das alles, diese Schläuche sind auch irgendwie so eine wilde Mischung aus verschiedenen Herstellern. Was schön ist, die Luft, naja, okay, doch nicht, aber sie sind einigermaßen fest. Das sieht auch, guck mal hier, also der Stecker, ne? Es ist jetzt auch kein ganz großes Wunder, dass das Auto vielleicht ein bisschen komisch läuft, wenn ich mir diesen leicht angeschmorten Stecker da am Luftmassenmesser angucke. Ja, ansonsten, also das Auto, wie gesagt, das Auto kommt aus Schweden. Kunde von uns kommt irgendwo, also fast genauso weit weg, irgendwo aus Bayern. Und wir sollen halt eine Zulassung machen und halt gucken, dass wir das ganze Auto irgendwie auf Kurs bekommen. Das soll heißen, Scheinwerfer umbauen, andere Felgen, anderes Fahrwerk. Fahrwerk haben wir auch schon da. Und natürlich gucken, dass das Auto vernünftig läuft. Ich weiß nicht, von außen gibt es, glaube ich, sonst. Ja, wir haben halt Felgen, die logischerweise kein TÜV haben. Ansonsten außen ist das eigentlich relativ sicher. Wir haben innen, ganz schrecklich. Kann ja auch mal gucken. Also, vielleicht findet das ja auch irgendjemand schön. Aber wir sind uns einig, dass diese Baumarktfarbe irgendwie, ja, irgendwie nicht so in dieses Auto passt. Guckst du mal einmal drüben noch wegen dem Dings, aber ich glaube, ich habe ihn gar nicht abgesetzt. Das müsste eigentlich so gehen. Also hier sitzt er wunderbar am Holm. Ja, hier auch. Hinten passt auch, oder? Ja. So. Also. Ole, fang doch mal an. Hast du da hinten irgendwas? Also, ja, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal noch eine andere Tröte. Irgendwie. Chiasma. Ja, gut, das bringt uns nicht so weiter. Ansonsten sieht das hier unten aber. Also, ich habe jetzt wirklich. Also, Schweden, ne? Ich habe mit allem gerechnet. Aber das sieht ganz okay aus. Ja, Auspuff ist auf jeden Fall ein Thema. Müssen wir halt irgendwie entweder TÜV-ig machen oder eine Abgasanlage bauen, die ein TÜV besteht. Hier haben wir so ein. Ja, ein Teilfahrwerk, aber wie gesagt, Fahrwerk ist nicht das Thema, da haben wir schon was Neues. Das Highcast, das ist. Mal nicht ausgeschlagene Highcast-Buchsen. Das ist ja kaum zu glauben. Das hatten wir ja noch nie. Das ist Auto auf der Bühne. Yeah. Aber hier, das ist auch wieder geil, ne? Guck mal. Da ist die Buchse einfach schon einen Millimeter raus. Ist vielleicht auch nicht so hundertprozentig ideal. So, dann haben wir, ich hole mal kurz einen Monty. Die Dinge sind hier ja auch gerne mal. Das ist aber noch schön, richtig schön straff. Erinnerst du dich an den von Machi, den 32er? Wo die ganze Achse gewackelt hat, als wir das gemacht haben? Das sieht gut aus. So, Unterboden sieht auch gut aus. Hier haben wir vielleicht auch so eine kleine Undichtigkeit. Ein bisschen. Haben sogar noch einen Cut drin. Das ist ja verrückt. Aber was ist das denn hier? Oh. Also, das ist so ein Ding, ne? Wenn ihr Spachtel, grün Karosserie-Spachtel, am Unterboden findet, ist das. Was ist denn das hier? Da ist doch ein Blech drüber oder was? Oder sieht das da draußen aus? Da drüben auch so aus? Das sieht genauso beschissen aus. Aber hier ist er auch irgendwie grün. Also das hier, ne, das sieht man ja auch. Das ist.
dass es irgendwie... Hier ist ganz viel Gummi und ganz viel Gatsche. Oh, Kurve. Ich glaube, das Schwedending bewahrheitet sich mal wieder. Ah, ja. Magneten haben wir gar nicht. Oder holst du mal einen Schaber? Ja, ist schon da. Sehr gut. Die Lampe wegnehmen, sonst läuft das in die Kamera. Was passiert, ey? Das ist doch, also auch die Form hier, ne? Die ist doch nicht. Also das ist auf jeden Fall akkurater Karosseriespachtel. Ich nehme mal deine Lampen weg. Ne? Also hier, grün. Jo. Grün gehört nicht an den Unterboden eines Kfz. Das geht aber bis hier. Hier ist auch immer noch grün drunter. Ja, also wir haben hier wieder so einen klassischen Fall von, sieht von außen zwar ganz schön aus, aber wenn an deinem Holm 4 mm dick Silikon klebt, hat das meistens einen Grund. Okay, das werden wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht auflösen können, aber das werden wir auf jeden Fall mal sauber machen müssen. Also, hier bewahrheitet sich das schon wieder so ein bisschen mit dem Schwedenfluch. Wie geht's hier vorne weiter? Guck mal hier, das sieht doch auch nicht. Und auch hier haben wir übrigens, seht ihr das Grüne? Wir haben uns jetzt spontan entschlossen, doch noch mal ein bisschen mehr zu graben, beziehungsweise Ole hat ein bisschen hier gekratzt. Und ja, also es sieht jetzt nicht viel besser aus als vorher. Nee, auch. Irgendwas ist da komisch. Also da sind bestimmt 2-3 mm Spachtel drauf. Das hier. Das Ganze hat eine beängstigende Eigendynamik. Hier hinten ist da so ein bisschen, wo war das? Da, hier. Da löst sich das auch schon alles und ist irgendwie total eingedrückt. Ja, man sieht das ja auch, dass das hier alles mehr oder weniger irgendwie aus Gummi besteht. Ne? Also das ist ja auch das hier. Ich meine, das ist ja keine Karosserie. Das ist ja... Ich meine, guck mal hier. Das ist ja alles irgendwie. Meine Güte. Das ist 7 cm dickes Silikon. Also. Ich weiß nicht, was. Ey, jetzt mal. Da! Das ist. Nichts ist das. Also auf jeden Fall kann man das nicht als tragende Struktur bezeichnen. Und oh, ich muss mal hier drunter raus, das ist gar nicht gut für meinen Rücken. Ja, du kannst drunter stehen, das ist auch ein bisschen unfair. Für meine Rücken ist das recht. Und wenn man sich das, diesen Zustand jetzt unter dem Auto, was ist mit der Lampe hier, unter dem Auto anguckt, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, was mit dem Motor ist. Deshalb werden wir jetzt noch einmal Kompressionsdruck messen. Alter, wird das warm, dieser UV-Licht. Wir werden jetzt noch einmal Kompressionsdruck messen, mal einmal den Ölpeiler rausziehen, dass wir da noch mal drauf gucken. Ja. Vielleicht auch mal einmal ins Wasser gucken. Wäre nicht verkehrt, ja. Und ich glaube, dann steht mir ein ziemlich unangenehmes Gespräch mit dem Kunden bevor. Weil egal, was dabei jetzt rauskommt, also A wird das natürlich, also wir wissen alle, ne, so ein GTR ist teuer. Aber das wird ziemlich teuer, das wieder in Stand zu setzen. Das wird, wenn der Motor, also wenn er so vom, hoffentlich ist er vom Zustand okay, weil er läuft ja schon bescheiden, da geht halt auch wieder noch ein bisschen Zeit und Arbeit rein. Und ich kann dem Kunden jetzt auch nicht sagen, ja, wir machen das, klar, geht nächste Woche los. In 4 Wochen kannst du das Auto abholen. Ist halt auch nicht drin. Wir lassen es mal runter und messen mal Kompressionsdruck und dann gucken wir mal. So, also, wir haben uns das jetzt hier schon mal vorbereitet, dass wir gleich einmal Kompressionsdruck messen können. Vorher schauen wir mal einmal schnell nach dem Öl. Ja, also, das ist schwarz. Das kann auch mal neu. Aber das sieht jetzt nicht irgendwie... komisch aus. Riecht ein bisschen sprittig, aber gut, da war mit zu rechnen. Kerzen sahen auch okay aus, da war auch nichts auffällig. Wir haben jetzt hier, macht man beim RB halt eigentlich immer so, einmal Nockenwellensensor hier, also Crank-Angle-Sensor,
PEM-Engelsensor, so heißt das Ding, abgezogen. Und dann können wir jetzt gleich mal einmal durchorgeln lassen und mal gucken. Gehst du rein und orgelst? Jo. Orgel mal. Und durch das Abziehen ist halt so, dass da, dass wir jetzt hier halt nicht einspritzen und nicht zünden. Gut, zünden ist sowieso schlecht ohne Zündkerzen, aber ja. Ja, dann mach mal. Jo. So, also, erster, 11,5. Jo. 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 Warte mal. Unsere Batterie, das hört man, dass das nicht richtig ist. Machen wir nochmal. Jo. Feuer. Jo. Ja, auch ein bisschen über 11. Jo. Was heißt hier L? L heißt, wir überprüfen noch mal kurz den korrekten Sitz unserer Masseklemme. Und machen das bitte noch mal. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Also, es hat sich minimal verbessert. Aber hier ist mal keiner zu Hause. Machen wir nochmal 6. Oh Mann, das wird so ein unangenehmes Telefongespräch. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich unseren Kunden immer sage, können die mit Skyland importieren? Nee. Also ja, können wir, aber machen wir nicht. Weil wenn ich euch jetzt ein Auto importiere und sage, hier, das kostet das und das mit Zulassung und dann kommt hier sowas an, will ich mal sehen, wie toll ihr das findet. Jo! Okay. Ja. Da ist, 9. 5 und 6 sind... Beide aber auch 10. Ja, gut, aber sag mal so, wenn wir bei einem fast 30 Jahre alten Auto jetzt zwischen 10 und ein bisschen und 11,5, ne, würde ich sagen, okay, das sind 10% Abweichung. Das geht irgendwie noch, ne? Aber 6 Bar Abweichung oder 50%, das ist dann doch etwas viel. Ja. Sehen tut man nichts. Ja, also, ich glaube, wir können zusammenfassen, dass JP's Schwedenthese leider Gottes ziemlich gut passt, ne? Ja. Ich werde jetzt einen Kunden anrufen, beziehungsweise werde ich mir jetzt eine E-Mail schreiben und ihm sagen, pass auf, wenn du Zeit hast und sitzt, ruf mal an und dann werden wir das mal einmal alles besprechen und gucken, was er sagt und wir updaten euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und seid vorsichtig beim GTR-Kauf.